Okay, willkommen zurück zu Black Myth Wukong. Ich hätte immer noch so unfassbar gerne Karte, das glaubt man gar nicht. Ich wollte eigentlich auch noch irgendwas nachgucken, bin ich mir ziemlich sicher, aber ich habe vergessen was. Egal. Ich hatte mir alle Rüstung gecraftet, die ich konnte, ne? Genau. Ein nur. Du, du, du. Ja, das ist egal. Niedere Yogai haben wir 29 von 29. Cool. Yogai-König haben wir 6 von 11. 4 von 8 Charakteren. Der kopflose Mönch. Ja. Shen-Affe? Drei Könige mit den Tigerwächtern noch drin, steinerne Vorhut. Das ist der Rattentyp, den haben wir gesehen, aber nicht gekillt. Da sind wir dran gestorben. Bei Oberhäupter. Ah ja, der Frosch, den haben wir gekillt. Den Erdwolf haben wir gekillt. König der Familie der fließenden Sande. Wahrscheinlich, ne? Ja. Ist der fließenden Sande. Tigerlakai. Gutäugiger Dao ist, den haben wir auch gekillt. Die niederen sind einfach nur hier die neuen, die dann dazu gekommen sind. Ja, okay, alles klar. Die Orte gibt es 6 Stück und ich habe erst 2. Mauni, Mauni. Na gut, okay. Ja. Wo sind wir hier? Ich habe einfach komplett den Überblick verloren, wo wir sind, bin ich ehrlich. Oh, wait a second, ich glaube, das ist ein Shortcut, oder? Kann das sein? Ah ja, guck mal, da ist der König, der Yogai-König und da ist das. Okay, das ist doch ganz gut. Das heißt, wir können direkt wieder in den Kampf mit ihm gehen. Aua, okay. Aua. Aua. Oh, lol, lol, lol.
Okay, er brennt. Okay. Ei, das ist der böse Hit. Ja, okay. Aua. Mhm. Puh, Alter, der macht so viel Schaden, ne? Jo. Nein, hier nein. Aha. Half-Life haben wir ihn schon mal. Das ist doch schon mal gut. Ein bisschen. Ich sehe nix. Ich sehe nix. Ah, verdammt, der hat mich gehittet. Ich sehe durch den Sandsturm nicht viel. Ah, schade. Okay. Aber durch den Shortcut sind wir ja direkt wieder da. Sorry. Also ich habe keine Crit Potion mehr. Ich habe noch ein paar Death Potions, die werde ich jetzt gleich mal schlucken. Ich krieg von dem ja keinen Debuff gesteckt. Das heißt. Ich möchte den Kampf diesmal, glaube ich, mit meinen Doppelgängern eröffnen. Das war die falsche Dodge-Richtung. Aua. Das war voll daneben, schade. Hab ich gedodged? Ich hab nicht gedodged, zweimal. Fuck. Ich panicke gerade ein bisschen, das ist nicht gut. Hin. Ach, komm. Okay, das macht dem gar nichts. Das ist okay, gut zu wissen. Oh mein Gott, und der interrupted halt immer meine Angriffe. Das ist halt ein bisschen schwierig. Aber ich kriege keine Debuffs von dem, ne? Gut. Ja, ich werde ablegen. Ich werde ablegen und den nächsten Try machen, glaube ich. Warum, der macht die ganze Zeit nur AE-Angriffe? Okay. Ich brauche halt keine Anti-Damage-Potions. Ich habe, glaube ich, habe auch keine Potions mehr, die mir Damage geben, ne? Kurze Zeit langsam Fokus.
Längere Zeit, das maximale Leben. Ich kann aber auch nichts Attack-mäßiges gerade machen, ne? Warte mal, weil ich müsste... Was ich brauche, haben die hier nicht, ne? In dem Shop. Ärgerlich. Zustand Vergiftung, geschockt. Maximale Ausdauer bringt mir halt nichts. Mana wäre noch geil. Ja, und für die Tech-Sachen brauche ich halt Schlangenkopfpilz. Ja, warte mal, ich könnte aber nochmal sicherheitshalber hier im Laden das Süßholz kaufen. Kann ich mir nämlich nochmal ein paar Medikamente gegen das Böse machen. Okay, also ich habe keine Damage Potions. Ich muss das besser spielen, definitiv. Und ich darf, während ich meine Klone mache, nicht meine... Vielleicht sollte ich die Klone mit dem Feuertypen kombinieren. Ich glaube, das ist ganz okay. Und oder mit dem Headbutt. Hab ich das gerade mein Mana gekostet? Nee, nur Cooldown, okay. Verdammt. Na! Ja, das ist halt scheiße, dass der immer meinen Stuff interruptet. Oh, okay. Dieser Rundumschlag, den hatte ich leider nicht mehr auf dem Schirm. Das war gut. Ja, das geht halt immer daneben, wenn ich das so mache. Das ist halt kacke. Oh, ich habe die Dodge-Raw gemacht, aber sie kam nicht durch. Ja, okay. Mich in sein Damage reingedodged. Na, zu früh gedodge-rawed. Aua. Ja, darf ich bitte auch mal wieder? Danke. Den Hit habe ich leider trotzdem tanken müssen. Das ist natürlich ein Lackers. Ja, okay. Er hat mich halt in meinem ersten Cast interrupted, was halt richtig kacke für mich war. Und was auch kacke war, ist, dass mein Headbutt wieder nicht getroffen hat. Das ist halt irgendwie echt viel Damage, der da flöten geht. Ist gegen den vielleicht der Giftgeist gar nicht so kacke?
Achso, warte mal, brauche ich ja gar nicht da machen. Das kann ich ja, glaube ich, hier machen. Naja. Nimmt die Gestalt des blutäugigen Daoisten an. Er schwingt ein Stein, der Kröte thront, deren Augen blutrot glühen. Da. Ich will ihn mal probieren, tatsächlich. Ach, verdammt, jetzt muss, den muss ich ja erst wieder in der Glockette kriegen. Ich hatte erst nach dem nächsten. Aber der, wenn ich den jetzt wieder switche, ist der dann voll da? Oder hat der dann auch? Der hat auch Cooldown dann. Okay, gut, dann ist das egal. Hätte ich gerne den einmal. Möchte ich mal den Gift-Damage ausprobieren. Na, ich darf nicht nach hinten dodgen. Ja, nicht nach hinten dodgen, du Idiot. Uiuiui. Nein! Aua. Ah, ich habe keinen Heal mehr. Na gut, da kann ich ablegen. Das mit dem wenigen Leben wäre halt insane. Ich sehe halt gar nichts. Nein! Oh, kann ich das überhaupt dodgen? Ja, okay. Kann ich diesen Kick überhaupt dodgen? Und das ist eine wichtige Frage, die ich mir selber stelle. Ist tatsächlich echt wichtig. Oder hätte ich das schäden müssen? Schwierig. Frame Drop.
Ach ja, ich habe ja den Gifttypen. Hoppala. Gift-Ticks reichen nicht. Oh Gott, okay. Das ist fucking unluckers gewesen. Ja, Dodge-Roll nicht durchgekommen. Oh, das war lucky. Ich bin nach hinten gedodged und konnte das dodgen. Das ist interessant. Ja, warum? Der Damage ist leider durchgekommen. Warum? Okay, da bin ich zu dicht dran. Ne? Das kann ich. Ich kann das einfach nicht dodgen. Das geht nicht. Ich möchte es gerne mal in der hohen Haltung probieren. Ah, okay. Er haut mich da so fast runter. Oh, man kann das dodgen, okay. Ich komme hier gerade nicht aus der Ecke raus. Ah, verdammt, okay. Okay, ich muss das ruhiger spielen. Dann ist das definitiv easy peasy machbar.